Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Nelson, so heißt er, in The Magic Courtroom. So, wir können abreisen, ne? Hallo, na? Hallo, Ludmilla. Na, was geht? Hast du den heiligen Suppenlöffel? Oh ja. Aber sicher doch. Dann können wir ja zum Wettbewerb fliegen. Super. Okay, flieg. Hey, da sitzt ein Specht oben auf dem Luftschiff. Wie kommt's? Oh nein. Ja. Da können wir ja froh sein, dass wir das überlebt haben. Warum das denn, Nelson? Ich bin schon ziemlich oft mit dem Ding hier abgestürzt. Ach ja, lag das Luftschiff danach auch kopfüber im Meer? Nicht wirklich. Zumindest können wir den Wettbewerb vergessen. Du solltest versuchen, positiver zu denken, Nelson. Das sollten Sie wirklich tun, Sir. Schließlich gibt es immer noch viele Möglichkeiten zu sterben. Was bin ich froh, mit euch zu reisen. Kapitel 3, der Sumpf. Na, gut. Also, was haben wir denn hier? Oh, und Sie hatten auch schon Zeit, ein Lagerfeuer zu entzünden und armes Tier. Also, Hexe. Ludmilla. Hallo. Na? Du hast den Absturz gut überstanden, wie ich sehe. Das ist richtig. Der Wettbewerb, den können wir uns wohl abschminken. Den Wettbewerb können wir wohl abschminken. Kopf hoch, Nelson. Wir können es noch zum Wettbewerb schaffen. Und wie? Indem wir uns Flügel wachsen lassen? Gute Idee, Nelson. Oh. Dazu brauchen wir nur das Blut eines Ogers und eine Drachenschuppe. Was? Nein, war nur ein Witz. Wenn hier nicht bald ein Boot vorbeikommt, sind wir am Arsch. Na. Du kannst einem so richtig Hoffnung machen. Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Was sollen wir jetzt machen? Vielleicht können wir per Anhalter über das Meer fahren. Und wie stehen dafür die Chancen? Nun, nicht wirklich gut. Dachte ich mir doch. Okay, ich sehe mich mal ein bisschen um. Ich sehe mich mal um. Viel Spaß. Ja, du erzählst mir was vom Positivdenken und so, aber ihr steht ja alle nur dumm rum. Mit dem Luftschiff kommen wir nicht mehr weit. Zum Glück haben wir den Absturz überlebt. Mhm. Wieso zum Glück, Sir? Ich wusste, dass er seinen Senf wieder dazugeben würde. Und was für ein Glück, dass wir alle unsere tollen Sachen behalten haben. Onkel Sid, was geht? Hallo Sid. Hey Nelson, alles klar bei dir? Jo, du hast ja gute Laune. Na, du hast ja eine gute Laune. Warum auch nicht? Wir sind hier am Strand und ich habe was zum Grillen. Was kann ein Mann noch im Leben wollen? Das leuchtet mir ein. Ja, okay, na schön. Hast du eine Idee, wie wir hier wieder wegkommen? Schwimmen. Schwimmen? Ja, sicher. Ist es nicht etwas weit? Nein, wir schwimmen nur zum Luftschiff und drehen es um. Dann können wir das Schiff als normales Schiff verwenden. Ohne Segel? Wir paddeln einfach mit den Händen. Wie sollen wir das denn schaffen? Wir müssen uns nur vorher stärken. Was glaubst du, warum ich hier für Essen sorge? Ein großartiger Plan, Sid. Sag ich doch. Ja, okay. Ich schau mich hier mal um. Bis später, Nelson. Vielleicht finde ich irgendwie ein Taxi oder so. Hey, Sid, was röstest du denn da über dem Feuer? Ach, keine Ahnung. Das lief hier so rum. Okay, ja, cool. Na, und auch noch irgendwelche aufmunternden Worte von dir? Hallo. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Sind Sie enttäuscht? Sind Sie enttäuscht, dass wir den Absturz überlebt haben? Natürlich nicht, Sir. Ich bin nur enttäuscht, dass Sie es überlebt haben. Ach, vielen Dank. Wie nett. Irgendjemand muss Sie doch beerdigen, Sir. Haben Sie irgendwelche Tipps für mich, wie ich das Abenteuer überstehen kann? Aber sicher doch. Das kann ich Ihnen nur nicht mitteilen, Sir. Und warum nicht? Das würde Ihnen helfen, länger zu leben, Sir. Ich wette, er würde dafür sorgen, dass wir ins Grab kommen. Ich muss da mal wieder los. Ja. Und immer schön die Gefahr suchen, Sir. Ja. So, hier haben wir ganz offenkundig nichts. Guck mal, da geht's zum Sumpf. Was machen wir denn da? Juhu, es sumpft hier vor sich hin. Und da hatte schon jemand vorher Ideen. Okay, hier ist nichts weiter. Da ist auch nichts weiter. Die Pilze können wir auch nicht antatschen. Können wir den Galgen mitnehmen? Wer sollte denn hier gehängt werden? Keine Ahnung. Achso, muss ich abschneiden. Ein scharfes. Ja, ich weiß. Schneid's mal ab. Ein Seil kann man immer gebrauchen. Richtig, damit könnte man das Boot zu uns ranziehen.
Ist hier noch was? Hier ist noch was. Da ist ja die Katze wieder. Was machst du hier? Und warum hast du immer noch das lange Gesicht? Hallo, Katze. Na? Nicht du schon wieder. Oh ja, ich bin's. Ebens. Wie bist du denn hier? Wie bist du denn hier hingekommen? Wir Katzen kennen geheime Pfade. Ist das so? Kann ich ja die auch mal benutzen? Ja, da vorne habe ich einen prima Galgen für dich gesehen. Sehr witzig. Entschuldigung, zu flinke Finger. Aber er hat ja nur den Text hier vorgelesen. Ich gehe da mal wieder. Ich gehe da mal wieder. Na endlich. Ja, du mich auch. Was haben wir hier noch? Noch mehr Sumpf. Hier ist aber nichts dran. Nee, hier liegt doch nichts drum. Oh, hallo? Speer mit Schädel. Soll das jetzt abschreckend wirken? Ist sicher keine gute Werbung für einen Kiosk im Sumpf. Hm. Vor allen Dingen, weil hier so wahnsinnig viele Leute vorbeikommen. Den Speer ohne Schädel braucht sicher niemand mehr, oder? Nein. Bitte nicht wundern, ich habe sehr große Taschen. Hm? Aua! Ja, pieks. Nichts passiert. Ich ahne schon, wo du das versteckt hast, du. Schade, ich hatte gehofft, dass wir daraus eine Harpune bauen können. Aber wie es aussieht, nicht. Wisst ihr was? Wir gehen mal in den Shop, mal gucken, was es hier gibt. Hallo. Pinocchio ist wanted. Alles klar. Wir sehen uns erstmal die Auslage an, ne? Flyer für das Sightseeing hier im Sumpf. Hm. Auf einem davon steht eine Überschrift. Eine wunderschöne Landschaft zum Eintauchen. Sehr witzig. Krass. Der Spruch war meine Idee. Mhm. Hattest du wohl einen besonders lichten Moment, ha? Nettes Poster, aber warum wird nach Pinocchio gesucht? Machen Sie Witze? Bei jeder Lüge wächst dem Jungen Holz aus der Nase. Na und? Der Kleine ist für den Holzhandel der reinste Goldesel. Oh, das deshalb also. Hier kann man Baumstämme bestellen. Aber sicher, das ist sogar unsere Haupteinnahmequelle. Warum das denn? Es gibt Leute, die bauen sich damit ein Floß. Coole Idee. Sagen wir erstmal Guten Tag. Guten Tag, mein Herr. Warum haben Sie im Timf... genau. Warum haben Sie denn im tiefsten Sumpf einen Shop eröffnet? Nun, ich habe hier keinerlei Konkurrenz. Aber sicher auch keinerlei Kundschaft. Ab und an stürzt ein Luftschiff in der Nähe ab. An dieses Klientel hatte ich nicht gedacht. Ja, was für ein Zufall, dass das auch uns passiert ist. Was kann ich denn in diesem Shop kaufen? Wir bieten Holzlieferungen an. Warum denn Holzlieferungen? Es ist hier sehr schwierig, trockenes Holz zu bekommen. Verstehe. Aber wozu brauchen die Leute trockenes Holz? Zum Feuer machen oder zum Floß bauen. Und was kostet das? 200 Goldstücke für einen Stapel trockene Holzstämme. So viel habe ich leider nicht dabei. Kein Problem. Sie können auch auf Rechnung kaufen. Sehr gerne. Ich brauche nur Ihren Vornamen. Ich heiße Sid. Sehr schön. Wohin soll ich das Holz liefern lassen? An den Strand. Selbstverständlich. Ihre Lieferung ist auf dem Weg. Dankeschön. Ich habe zu danken. Das gibt Ärger. Ich muss da mal wieder los. Versuchen Sie bitte nicht einzusinken, bevor Sie etwas gekauft haben. Ich habe gerade was gekauft, hallo? Ich warte schon auf meine Bestellung. Lass mich raten, es ist bereits da, ne? So, können wir eigentlich noch was spielen mit? Nicht so wirklich. Gibt es hier alt? Ach so, dann geht es nur zum Shop. Okay, mehr gibt es hier sowieso nicht zu sehen. Cool. Krass. Hey Katze, möchtest du mitkommen? Ach was, ich frage es gar nicht. So, lalalala. Trödel, trödel, trödel. Ist es nicht schön hier? Was für ein Glück, dass wir hier das Seil gefunden haben. Ja. Genau. Zum Strand. Und? Nein, es ist noch nicht geliefert worden. Hey Sid, ich muss hier was beichten. Beichten mit... Hallo Sid. Hey Nelson, alles klar bei dir? Nein. Ich schau mich hier mal um. Bis später, Nelson. Bis später. Okay, und hier unten ist der Holzstapel. Wunderbar. Das sollte als Feuerholz erstmal ausreichen. Ja. Aber vielleicht kann ich das Holz noch anders einsetzen. Richtig. Ich habe da eine Idee. Stunden später. Oh, cool. Gut, wir haben ein Floß. Brauche ich nicht noch ein Segel? Ein Speer? Den hätten wir schon mal, aber... Ein Mast wäre noch wichtig. Noch mehr Stunden später, Alter. Okay, so. Sid, du musst dich ausziehen. Einen Mast haben wir schon mal. Aber irgendwas fehlt dir noch. Ich weiß.
Wo kriegt er... das haben wir aber, glaube ich, noch nicht gesehen. Vielleicht gibt es ja doch was auf dem Luftschiff. Irgendwas, das wir... Mit dem Luftschiff kommen wir nicht mehr weit. Zum Glück haben wir den Absturz überlebt. Hm. Wieso zum Glück? Ich wusste, dass er seinen Senf wieder dazugeben würde. Genau. So, können wir da denn irgendwas rausholen? Nichts passiert. Nee, wird nicht funktionieren. Nichts passiert. Okay, gut. Hexe? Hallo. Du hast den Ab... Ja. Sollen wir jetzt machen? Bla 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 bla. Okay. Nichts ich sehe mich mal um. Viel Spaß. Viel Spaß, ja. Gibt's bei dir irgendwas? Hallo. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Sind die enttäuscht? Ablanteur stehen? Nee, haben ich muss da mal wieder los. Und immer schön die Gefahr suchen, Sir. Ja, ja. Mhm. So, zum Sumpf. Das heißt, irgendwo muss ich jetzt noch... Irgendwo muss ich jetzt noch Stoff herbekommen? Aber wo denn? Hier ist gar nichts. Ich habe gerade mal die Leertaste gedrückt. Katze! Jetzt brauchen wir sie doch noch, ne? Ihn, sie, wer weiß das schon. Katze, du weißt nicht zufällig, wo ich hier... wo ich hier Stoff herbekomme. So, da ist er wieder. Machen wir eine Challenge draus. Wie viele Abstürze gibt es? Also, immer schön speichern. Genau. Hallo, Katze. Hi. Nicht du schon wieder. Auf dem Weg hier raus. Okay. Kennst du einen? Ja, da vorne habe ich sehr... Okay, ich gehe da mal. Ich gehe da mal wieder. Na, endlich. Okay, aber wo bekommen wir denn jetzt ein Segel her? Habe ich hier drüben irgendwas vergessen? Warte mal, noch mehr Sumpf, genau. Okay, hier ist nichts. Kann ich im Sumpfshop, nee. Kann ich hier auch einen... ich sehe es nicht. Guten Tag. Guten Tag, mein Herr. Kann ich in diesem Shop wohl auch... Was kann ich denn in diesem Shop kaufen? Wir bieten Holzlieferung an. Warum denn Holzlieferungen? Es ist hier sehr schwierig, trockenes Holz zu bekommen. Verstehe. Aber wozu brauchen die Leute trockenes Holz? Zum Feuer machen oder zum Floß bauen. Und was kostet das? 200 Goldstücke für einen Stapel trockene Holzstämme. So viel habe ich leider nicht dabei. Kein... Ich brauche... Sehr schön. Anne... Selbstverständlich. Dankeschön. Ich habe zu danken. Das kennen wir schon alles, aber... Ich muss da mal... Versuchen Sie bitte... Okay, aber was benutzen wir denn jetzt wohl? Das ist ja blöd. Okay, also hier kann ich nichts weiter machen. Speere mit Schädeln, die brauchen wir sicherlich nicht. Hier gibt es nichts zu sehen. Tja, und nö... Gibt's hier, ich betätige fleißig die Leertaste, aber bis jetzt noch nix. Hallo Sid. Hey Nelson, alles klar bei dir? Ah, hier, endlich. Hey Sid, du hast nicht zufällig etwas dabei, das wir als Segel verwenden können? Versuch es mal mit dieser Unterhose. Cool. Von wem ist denn diese riesige Unterhose? Von Lund Miller natürlich. Oh. Ich rieche da immer gerne dran. Wie geht's? Danke. Warum? Okay. Ich schau mal hier mal um. Bis später, Nelson. Bis später. Okay, das ist Ludmilles Unterhose. Cool. Ganz toll. Ein Segel fehlt noch. Ja, Stunden später. Und hey, es kann losgehen. Auf zur großen Fahrt. Na dann. Jetzt kann es losgehen. Ja, alle sind drauf und nein. Echt jetzt? So knapp? Oh. Ganz toll. Die 5 Meter hätten wir auch schwimmen können. Allerdings. Alles nur, weil die keine nassen Füße bekommen wollten. Ja, du hättest es auch selber sehen können. Okay, aber gut. Nun, Brunnen. Was haben wir denn hier? Da zum Steinkreis. Ich bin nicht durstig. Gut, was haben wir hier? Nix. Auffällig viel nix. Wir gehen also direkt zum Steinkreis, ne? Wo sind denn unsere Kompagnons? Irgendwas scheint hier noch... Oh, brodelnder Kessel. Da ist nichts. Da ist gar nichts. Okay, kann ich denn hier das Rezept anwenden? Das funktioniert nicht. Dachte ich mir doch. Okay, kann ich die Sachen einfach da reinschmeißen? Nichts passiert. Was?
Geht nicht? Erst umrühren? Nichts passiert. Gar nichts? Das ist aber an Candy. Ha. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ha. Nichts passiert. Okay, und jetzt? Da oben, ja, das ist der Kessel selbst, ne? Okay, also das funktioniert. Ey, der Kessel steht da einfach so. Guck mal, das, hä? Was? Was ist da los? Warum? Und wie komme ich jetzt vor allen Dingen wieder hier raus? Brunnender Kessel. Kann ich hier mit? Warum steht hier ein brennender Kessel? Ich prüfe mal, ob der Kessel heiß ist. Oh. Was? Oh nein, nicht schon wieder die 8-Bit-Dimension. Und dieses Mal bin ich auch komplett in Pixelart. Wenn ich den Entwickler dieses Spiels jemals in meine pixeligen Finger kriege. Haha, das hat mit dem Entwickler nichts zu tun. Der Baron, Sie haben das mit dem Wettbewerb organisiert. Aber sicher habe ich das, Nelson. Und du bist darauf hereingefallen. Jetzt kannst du auch hier in der 8-Bit-Dimension versauern. Viel Spaß. So ein Mist. Ich muss hier irgendwie weg. Es war ein Portschlüssel. Kapitel 4, die 8-Bit-Dimension. Oh, liebe Zeit, ist das bekloppt. Okay, ja, ist gut. Schön. Können wir dann hier irgendwie raus? Okay, wir können. Schon wieder eine gesuchte Person. Dieses Mal ein König. Warum laufen die bloß immer weg? Weiß ich auch nicht. Kommen wir da ran? Wir kommen. Oh je, okay. Brunnen. Ich sehe darin nur trübes Pixelwasser. Ha. Hey, ich bin meine ganzen Sachen losgeworden. Der heilige Suppen, was auch immer. Wo sind meine Sachen? Das funktioniert nicht. Gehen wir mal in die Taverne. Okay, hallo, Tavernengast. Hallo. Hallo, was machen Sie denn so? Tag auch. Ich hänge hier so rum, weil ich keinen Job habe. Haben Sie Ihren Job verloren? Nein, ich habe ihn gar nicht erst bekommen. Oh. Um welchen Job geht es denn? Ich wollte in der Zwergenmine arbeiten, aber ich bin denen zu groß. Warum suchen Sie sich keinen anderen Job? Was? Das ist mein Traumjob. Ich wollte schon immer als Zwerg in einer Mine arbeiten. Aber Sie sind doch zu groß. Ich fühle mich in meinen Bürgerrechten diskriminiert. Oh, verstehe. Ja. Warten Sie hier auf irgendetwas? Aber sicher. Ich warte darauf, dass der Wirt mir endlich einen Nachtisch serviert. Ein Hauptgericht oder Nachtisch ist doch keine richtige Mahlzeit. Haben Sie einen speziellen Wunsch? Ob Schokopudding oder süße Nachspeise, ist mir eigentlich egal. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Ja, genau. Kerzen auf den Tisch. Wie gemütlich. Okay, das ist nur... Ja, ist gut. Okay. Er fühlt sich diskriminiert. Na super. Die Krüge auf dem Tresen sind alle leer. Hallo. Haben Sie auch alkoholfreie Cocktails? Willst du mich veralbern? Okay, wohl nicht. Was kann ich denn bei Ihnen trinken? Gar nichts. Es ist alles im Keller und der ist voller Ratten. Was haben denn ein paar Ratten im Keller damit zu tun? Die Ratten sind fast 2 Meter groß. Verstehe. Sie sehen wie ein Abenteurer aus. Wollen Sie die nicht für mich platt machen? Ich? Ja? Dann bekommen Sie Getränke und essen so viel, wie wollen. Ich habe keine Waffe. Hier, nehmen Sie mein Schwert. Das ist scharf wie eine Pixelrasierklinge. Okay, ich muss wieder los. Bis die Tage. Wo ist denn eben hier Minecraft? Es ist so minecraftig. Wo ist denn dieser besagte Keller? Die Flaschen im Regal sind genauso leer wie die Krüge auf dem Tisch. Komisch, im Regal steht im obersten Fach keine einzige Flasche. Halt bloß die Klappe. Es kann ja nicht jeder so eine Bohnenstange sein. Naja, vielleicht wäre das der richtige Job für ihn. Ach, wer weiß. So, hier ist nix. Tür. Na gut. Oh, warte. Kurz speichern. So, und jetzt weiter. Nicht mehr, dass mir das noch einmal passiert. Also, nochmal. Verschlossen. Ja, das war klar. Verschlossen. Wir haben ja keine großen Chancen, ne? Verschlossen. Okay, das Schild können wir uns noch ansehen. Aber wo ist denn eben dieser besagte Keller? Taverne zum pixeligen Eber. Tja. Okay, geht's irgendwo hin? Zeig mal. Nee, habe ich mir alles angeguckt. Der drin.
Ich bin so froh, gespeichert zu haben. Dann, damit sind wir bei Absturz Nummer 5. Ja, die Challenge geht voran. Hier ist kein... Alt? Nee, da ist kein Ausgang. Okay. Ja, dann sehe ich irgendwie nicht, was wir hier noch machen können. Was haben wir da? Plakat, Minecraft? Der Abbau von diesen Blöcken hier ist scheinbar verboten. Oh, ach was. Okay. Schild. Links geht es nach Berlin, rechts nach Eskenderun. Okay, nach Berlin kommen wir nicht. Gut. Naja, schön. Wählen wir mal ein anderes Portal. Wie wäre das denn? Okay, immerhin können wir hier hin und her springen. Magic Portal. Nichts wie rein. Oh, okay. Okay, ja, nett. Es ist ein Baum. So pixelig sieht die Borke irgendwie seltsam aus. Ja. Hallo, ein Picknick. Das sieht aber gemütlich aus. Wer bist du? Wie geht's denn so, ein Zwerg? Wie geht es denn so? Wollen Sie mich hier bei meinem Picknick stören? Ja. Aber nein. Gut, sonst müsste ich Sie nämlich enthaupten. Ach, womit denn? Sie haben nicht zufällig ein Schwert oder eine Axt dabei? Leider nein. Ich würde Ihnen auch ein Glas Marmelade dafür geben. Warum wollen Sie denn unbedingt eine Waffe haben? Als kleiner Pixelzwerg muss man sich in der Welt der großen Pixel behaupten können. Verstehe. Okay, machen Sie das öfter. Machen Sie hier des Öfteren ein Picknick? Ja, wir Zwerge haben uns gewerkschaftlich organisiert und somit den 5-Tage-Monat durchgesetzt. Sie meinen eine 5-Tage-Woche? Aber nein, wir arbeiten nur 5 Tage im Monat. Ich bin auch nicht bescheuert und arbeite 5 Tage in der Woche. Okay. Okay, gut, ich muss ja mal wieder, ne? Ich muss wieder los. Bis später. Können wir dem denn schon das Schwert geben? Ich meine, wir haben zwar eine Aufgabe, aber hey. Toll, vielen Dank. Jetzt kann ich endlich meine Schwiegermutter köpfen. Was? Oh, war natürlich nur ein Scherz. Hier, ein Glas Marmelade als Dankeschön. Okay, gut, Marmelade, cool. Kommen wir noch weiter? Nee, wir kommen nicht noch weiter. Okay. Na, dann gehen wir mal durchs Portal und sehen uns um, was da auf der anderen Seite passiert. Tada! So, hier, Magic Portal. Ein Glas Marmelade. Na. Okay. Ein Schild und da geht's noch zum Waldweg. Gut. Nach rechts geht es in den Pixelwald. Ich bin selbst überrascht, dass ich das Schild überhaupt lesen kann. Ja, so ist es zur Gruft. Lalalala. Und hier ist nichts weiter. Probieren wir es erstmal bei der Gruft, ne? Da ist sie. Oh, hallo. Guten Tag. Ich wollte nicht stören. Sorry. Horst? Horst? Und Kurt? Ah ja. Hey, mal wieder ein Besucher. Wie nett. Hallo. Wohnt ihr zwei hier? Wo sollten Untote denn sonst wohnen? Das leuchtet ein. Okay. Habt ihr euch schon... Ihr habt es hier recht schön eingerichtet. Danke. Wir haben versucht, es möglichst farbenfroh zu gestalten. Hat spitze geklappt. Das ist euch durchaus gelungen. Hat spitze geklappt. Ein... Augenschmaus in Grau. Was macht man so als Untoter den ganzen Tag? Also wir wollten eine Runde Pädagogenpoker spielen, aber es ist leider zu dunkel. Alle Kerzen sind abgebrannt. Was ist denn Pädagogenpoker? Wir waren in unserem Leben vom Tod Lehrer. Und zwar richtig gute. Und was hat das mit Poker zu tun? Wir ziehen uns beim Spielen gegenseitig. Und das klappt sehr gut. Möchtest du mitspielen? Vielleicht ein anderes Mal. Wir brauchen sowieso noch Kerzen oder eine Laterne, damit wir die Karten vor Augen sehen können. Natürlich. Okay, gut. Muss da mal wieder los. Man sieht sich, jawohl. Hast du irgendwas anderes zu sagen, Kurt? Und, wie ist es so? Ein bisschen abgemagert. Verstehe. Okay. Mit Tisch und Stühlen ist das ein schönes Apartment. Ja, haben wir denn noch mehr? Wir haben nicht mehr, ne? Also, Ausgang, dann Richtung Waldweg, ne? Aber vorher speichern. So, kann weitergehen. Also, Richtung Waldweg. Na, also Kerzen sollen wir finden. Irgendeine Art von Lichtquelle. Zum See.
Schöne Aussicht. Ja, naja. Ja. Okay, oh, da funkelt was. Hey, Waldlicht. Okay, komme ich nicht ran? Doch, komme ich ran. Wer bist du denn? Was bist du denn? Ich bin ein Waldlicht, das sieht man doch, oder? Was macht denn ein Waldlicht hier am See? Halt doch die Fresse. Nur weil ich ein Waldlicht bin, muss ich doch nicht die ganze Zeit im Wald herumgammeln. Schon gut, warum dann gleich so angefressen? Weil ihr verblödeten Pixelarschgeigen mir derbe auf den Sack geht. Du hast keinen... Ja, okay. Eine schöne Aussicht. Ja, aber ist meine Aussicht. Also verpiss dich von hier, du Spacko. Alter. Hey, die Aussicht hier ist doch für alle da. Ich blende dich gleich, damit du für immer erblindest, du Otto. Cool. Reizend. Ich muss da mal wieder. Tschüssi. Tschüssi. Geht's hier noch weiter? Nee, kann ich die... Ein Glas Marmelade. Ja. Kann ich das Waldlicht mit der Marmelade cashen? Das funktioniert nicht. Schade auch. Hm. Kann ich die da rausholen? Nichts passiert. Nichts passiert. Okay. Also wir müssen wohl irgendwie erst das Glas leeren oder so. Kann das sein? Die Aussicht ist richtig schön, wenn auch pixelig. Hm. Ja. Kann ich das hier... Warte, wo war's da? Nichts passiert. Schade. Das ist aber unangenehm. Hm. Okay, haben wir hier irgendwas? Warte mal, so. Nee, haben wir nicht. Moment, das probiere ich hier auch gleich mal aus. Zum See? Ja. Wir haben nur das Meer. Das Meer. Okay, ist doch nicht die Frage, was machen wir denn jetzt? Weil mit der... Moment, Nachtisch. Marmelade ist doch irgendwie auch Nachtisch, ne? Also, irgendwie. Vielleicht hilft das. Hm. Haben wir hier noch irgendwas? Nee. So, lass mal gucken, ob er sich damit überzeugen lässt. Ja. Okay, ab in die Taverne. So, hier, guck mal. Hast du Lust darauf? Der Wirt hat mir für Sie diese fruchtige Nachspeise gegeben. Wirklich? Dankeschön. Lecker. Das leere Glas können Sie wieder haben. Mhm. So, und damit probieren wir jetzt das freche Waldlicht zu fangen. Wird das so funktionieren? Vermutlich nicht, ne? Wir brauchen irgendwas zum Anlocken oder so. Hm. Na, mal sehen. Okay, da und zum Waldweg. Nur nicht zu hektisch klicken, weil sonst ist gleich wieder Tüt. Okay, da nochmal zum See. Jo. Tralala. So, hier, funktioniert das? Na? So, jetzt habe ich das unfreundliche Waldlicht eingefangen. Ja. Das wird ihm hoffentlich eine Lehre sein. Ausgezeichnet. Das ist eine Lichtquelle für zum Pokerspielen für die beiden Jungs. Okay, aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen und bis gleich.